Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte zunächst Sören Link danken. Lieber Sören, du bist ein Oberbürgermeister, der beschreibt, warum wir eine erfolgreiche Kommunalpartei sind und bleiben müssen. Wir sind froh, dass du einer von uns bist und du wirst dich auf uns verlassen können. Herzliches Dankeschön für deinen Beitrag, lieber Sören. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich deshalb gleich mit einem Stichwort anfangen, das Sören aufgerufen hat. Ja, Schwarz-Gelb rühmt sich, dem Baden-Württemberger Beispiel zu folgen, Schwarz-Grün zu folgen und nur in Anführungszeichen Studiengebühren für Nichtausländer aufzurufen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Murksmaut im Bildungssystem. Nein, das kann nicht die Perspektive sein. Und wenn die Gelben so stolz sind auf Schwarz-Grün in Baden-Württemberg, Genossinnen und Genossen, dann bleibt doch nur der Schluss, Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün, beides in Berlin wäre schlecht für dieses Land, liebe Genossinnen und Genossen. Und weil das so ist, müssen wir den Wählerinnen und Wählern sagen, schaut genau hin. Diese Kretschmänner und Kretschfrauen sind nichts anderes als FDP vom Biobauernhof. Das ist der Hinweis, liebe Genossinnen und Genossen. So wollte ich aber gar nicht anfangen. Ich glaube, Genossinnen und Genossen, zurück auf Anfang. Ihr habt verdammt noch mal ein Recht auf Erklärung und Entschuldigung. Die Landtagswahl wurde nicht bei euch vor Ort verloren, die wurde bei uns auf Landesebene verloren, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb will ich mich stellvertretend entschuldigen für all die, die zuständig oder nicht zuständig jedenfalls verantwortlich waren, für Wahlkampfleitung und Landesvorstand, für Landeskabinett, jedenfalls was die SPD-Ministerinnen und Minister angeht, für Fraktion. Wir haben die Karre vor die Wand gefahren, weil wir uns zu sicher waren und nicht glaubten, dass Laschet Kraft schlagen kann, Genossinnen und Genossen. Wir haben übersehen, dass Laschet mit Leihstimmen gewonnen hat. Und die Leihstimmen haben einen Namen, Bosbach und Merkel. Die haben ihn untergehakt und nach vorne getragen. Und wir hatten als Erwiderung auf die Schlusslichtgeschichte keine Erfolgsgeschichte, obwohl wir Erfolge hatten, Genossinnen und Genossen. Und deshalb Entschuldigung an die Kandidatinnen und Kandidaten, die geackert und geoxt haben und es nicht geworden sind. An die Wahlkampfteams, die gerannt sind und auf den letzten Metern gespürt haben, uns geht der Atem aus. Es kommt Gegenwind, kein Rückenwind. Und an all die Unterbezirke und Stadtverbände, die jetzt inmitten weißer Flecken sitzen. Das wird keine Vergnügungsfahrt, weder im vor uns liegenden Wahlkampf noch in den vor uns liegenden Jahren. Aber Genossinnen und Genossen, ich verspreche euch, Svenja und ich versprechen euch, wir werden alles tun, damit wir nicht arm und klein in Nordrhein-Westfalen wandern müssen, sondern sagen können, wir sind die stolze, gerupfte, angeschlagene, aber nicht niedergeschlagene NRW-SPD. Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein. Das ist die Haltung, die wir vorleben wollen, Genossinnen und Genossen. Und weil das so ist, haben wir genau hingehört bei den Regionalforen. Die waren anstrengend, ja,
Die waren aber auch bitter notwendig und haben gezeigt, wie lebendig die Partei ist, wenn man sie denn lebendig sein lässt. Parteigenossinnen und Genossen darf nie wieder und erst recht nicht in Regierungszeiten zur schweigenden Mehrheit werden. Partei muss zur sprechenden und diskutierenden Mehrheit werden, zum Antreiber. Deshalb werden wir die Regionalforen als offene Diskussionsforen beibehalten. Wir werden regelmäßig zu solchen Foren einladen und wir werden dafür sorgen, dass das nicht nur Diskussionsforen sind, sondern dass die Ergebnisse dieser Diskussionen, dieser Mitgliederdiskussionen auch Relevanz bekommen, dass sie politisch nicht im Niemandsland landen, sondern politisch wirksam werden. Und deshalb sind wir abgerückt von unserer Einschätzung, die Partei könnte nicht beides, Niederlage aufarbeiten und Wahlkampf betreiben. Inzwischen sind wir überzeugt, nach diesen Regionalforen, beides ist bitter nötig und beides ist bitter möglich. Und deshalb werden wir so schnell wie möglich eine Zukunftswerkstatt einrichten, die für viele offen ist in der Partei und außerhalb der Partei, um aufzuarbeiten, was schiefgelaufen ist, um Fehler, nicht Schuldige zu suchen und Weichen zu stellen für eine bessere Zukunft. Das geht nämlich nur mit euch. Alleine kriegen wir das nicht hin, liebe Genossinnen und Genossen. Edgar Morin sitzt rechts von mir. Das ist nichts Besonderes, da hat er schon immer gesessen. Aber 2003 durfte ich im Nordrhein-Westfälischen Landtag eine Sternstunde sozialer Demokratie erleben, weil ich Edgar Morin erleben durfte. Damals war es keine pöbelnde AfD. Damals war es eine außer Rand und Band geratene CDU, die uns mit miefigen roten Socken bewerfen wollte. Es war Edgar Morin, der in einer bewegenden Rede darauf hingewiesen hat, dass Sozialdemokraten nie Täter, sondern immer Opfer waren, dass an unseren Händen kein Blut klebt, sondern an unserem Körper und dass wir nie unseren Namen wechseln mussten im Gegensatz zu anderen Genossinnen und Genossen. Und darauf sind wir stolz und bleiben wir stolz. Martin Schulz hat recht, die AfD ist keine Alternative, sondern eine Schande. Und der Nordrhein-Westfälische Landtag hat ein ganz besonderes Schandmal erlebt. Warum? Weil drei Gelegenheitsrechte mit dem Feuer gespielt haben und sich zur AfD bekannt haben, obwohl sie nicht zur AfD gehören. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Man kann Laschet nur Good Luck wünschen bei einer solchen Regierungsmehrheit. Wer glaubt, die AfD auf den Präsidentenstuhl hieven zu müssen, hat nicht begriffen, dass die Höckerei nicht zu Deutschland gehört, Genossinnen und Genossen. Wir wollen Demokratie und Parlamentarismus stärken. Wir müssen klar bleiben und Haltung bewahren. Das gilt nicht nur, aber auch auf dem Feld der Auseinandersetzung mit Rechtsaußen. Wir haben heute gelesen, 2000 sogenannte Reichsbürger. Man muss sich das mal überlegen. Typen, die mitten unter uns leben und wohnen und die glauben, sie könnten unsere Demokratie ignorieren und das Deutsche Reich als Privatissimo wieder auferstehen lassen. Die sind nicht auf dem Holzweg, Genossinnen und Genossen. Die haben schlichtweg einen an der Klatsche.
Das wäre nicht schlimm, wenn die nicht auch Rechtsradikale unter sich hätten. Und am schlimmsten finde ich, dass die ihren eigenen Bänkelsänger haben. Ich verstehe den Naidu nicht. Die Distanzierung fehlt, lieber Kollege. Keine Platten kaufen, sondern Platten umdrehen. Es ist kein Grund für bequemes Zurücklehnen und sagen, haben wir schon immer gesagt, sondern es ist Grund auch für Nachdenklichkeit. Denn die Gipfelkreuze der AfD-Zustimmung liegt in den Wahlbezirken, die wir mal als unsere Hochburgen betrachtet haben. AfD wählen ist kein Privileg rechter Gesinnung. Jedenfalls nicht, wenn man unterstellt, rechte Gesinnung hat nie SPD gewählt. Was heißt das? Das heißt nicht, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD rechts außen stehen und spielen. Jedenfalls nicht alle. Sondern das heißt, dass auch wir in Teilen nicht mehr als Augenhöhe begriffen wurden. Dass auch wir nicht mehr als sozial nahestehend begriffen wurden. Sondern dass wir als Teil von die da oben begriffen wurden. Distanz statt Nähe, Unsicherheit statt Sicherheit. Und deshalb, Genossinnen und Genossen, müssen wir uns überprüfen. Alltag muss Parteitag werden und Parteitag muss immer Alltag sein. Anders funktioniert das nicht. Was meine ich damit? Stellt euch eine Kirche an Weihnachten vor. Da strömen die Menschen, feiern miteinander Rituale, fühlen sich ungeheuer wohl und wonnig. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, verlassen sie die Kirche. Und dann ist das Empfinden, jetzt bin ich raus aus der Wohlfühlzone und wieder im grauen Alltag gelandet. Und manchmal sind unsere Parteitage so ähnlich. Da kommen wir aus dem grauen, belasteten Alltag, kommen zu unseren Parteitagen, feiern unsere Rituale, diskutieren weniger über Politik und mehr über Spiegelstriche. Und wenn der Parteitag vorbei ist, fühlen wir, wir sind wieder im grauen Alltag. Das müssen wir aufheben an Distanz, Genossinnen und Genossen. Alltagsprobleme müssen unsere Probleme sein. Problemlösungen müssen alltagstauglich sein, sonst taugen sie nämlich nicht, Genossinnen und Genossen. Das gilt im Übrigen auch für Alltagskultur. Ich glaube, es ist höchste Zeit, darüber einen gesellschaftlichen Diskurs, ein gesellschaftliches Gespräch hinzukriegen, wie wir der kulturellen Verwahrlosung in Teilen unserer Gesellschaft entgegentreten. Das beginnt mit diesem elendigen Gaffertum, fast alltäglich. Wie krank ist eine Gesellschaft, wenn Hunderte und Tausende meinen, sie hätten ein Recht auf Selfie mit dem Leid und Blut anderer? Genossinnen und Genossen, das ist kein Recht auf Neugier, das ist unanständig. Das muss unsere Botschaft sein. Wo sind wir eigentlich gelandet, wenn das Recht auf Pöbeln all denen gegenüber, die eine Uniform tragen oder einen Arbeitsanzug mit öffentlichen Wappen tragen, Gemeingut wird? Warum lassen wir eigentlich zu, dass nicht nur Polizisten und Feuerwehrleute, sondern Rettungssanitäter und Straßenwärter bespuckt und bepöbelt werden? Deren Uniform ist in Wirklichkeit unser Sonntagsanzug. Die stehen nicht alleine da, sondern für uns stehen die da. Und deshalb müssen die, die pöbeln, als Pöbel behandelt werden, Genossinnen und Genossen.
Und Alltagskultur gerät auch da aus den Fugen, wenn viele glauben, sie könnten sozialen Anstand verlieren und hätten ein Recht auf Ausbeutung und Entmündigung. Nein, Genossinnen und Genossen, wir müssen deutlich machen, wir wollen Betriebsräte, die was zu sagen haben und nicht welche, die was zu fürchten haben. Wir wollen Arbeitnehmer, die was leisten, um sich was leisten zu können. Und das muss wieder Alltagskultur werden. Respekt und sozialer Anstand beginnt am Arbeitsplatz und nicht in der Sonntagsschule. Das ist die Botschaft der SPD, Genossinnen und Genossen. Wieder über Politik reden, mehr, weniger über Spiegelstriche, heißt auch, sich bewusst zu machen, wer wir sind. Wir sind eine Partei mit über 150 Jahren Geschichte und wir können Wandel. Als der Industriekapitalismus geboren wurde, war das ein wildes Zeitalter. Da gab es riesige Integrationsprobleme mit polnisch-katholischen Zuwanderern in protestantisch bestimmten Gegenden. Da gab es Wildwest statt soziale Sicherung. Da gab es Tod und Teufel und den Begriff, der ist weg vom Fenster. Genossen, die wie ich aufgewachsen sind in einer Siedlung, wo viele Bergleute wohnten, wissen, was das heißt. Mein Nachbar, unser Nachbar, Kurt Schöneis, das war so einer mit 60 vorgezogenen Ruhestand, Steinstaublunge, Silikose, grau, konnten auch nicht mal die drei Stüfchen laufen, hing unterm Sofakissen aus dem Fenster, Tag für Tag. Und eines Tages war der Kurt weg vom Fenster. Warum? Weil er gestorben ist. Das waren soziale Verhältnisse, wo Humanisierung von Arbeit noch eine riesige Reise war, die vor uns lag. Wer hat diesen Kapitalismus der Industrie gezähmt? Das waren wir mit Betriebsrätegesetzen, Arbeitszeitregelungen, mit Streik für 8-Stunden-Tag und politischer Perspektive, dass das Raubtier zum Haustier werden muss, dass wir den Kapitalismus zur sozialen Marktwirtschaft partnerschaftlich umwandeln. Und heute? Heute sind wir wieder gefordert. Heute ist der Ruf wieder laut. Oder glaubt ihr im Ernst, ein Kickerautomat ist im Pausenraum, ist Ersatz für faire Arbeitsbedingungen? Oder glaubt ihr wirklich, dass das Zahlen von 0,005% Gewinnsteuer eine angemessene Beteiligung von Apple an den Sozialkosten in Europa ist? Oder glaubt ihr wirklich, das Valley ist die Zukunft, wenn wir daran denken, dass Menschen rund um die Uhr verfügbar gemacht werden und es für normal gehalten wird, dass die Rettungssanitäter regelmäßig bei Ed Musk und seinem Tesla-Werk vorfahren, weil Menschen am Band und Schreibtisch zusammenbrechen? Ich glaube das nicht, Genossinnen und Genossen. Und deshalb habe ich als Verkehrsminister dagegen gekämpft, dass Uber statt Taxi Praxis wird in Nordrhein-Westfalen. Denn Uber heißt die Trennung von Gewinn ab nach Kalifornien und Lasten in der Tasche der Taxifahrer, die Uber-Fahrer heißen. Wer damit abgespeist wird, das Trinkgeld zu kriegen und die sozialen Risiken zu tragen, ist weniger sozial gesichert als unsere Taxifahrer. Deshalb lasst uns genau hingucken, wie sich Globalisierung und digitaler Kapitalismus entwickeln. Wir brauchen neue Leitplanken und neue Weichenstellungen. Wir sind gefordert, Genossinnen und Genossen, die Sozialdemokratie in Deutschland und in Europa. Das ist kein Mauerbau und kein Heizer auf der E-Lok, sondern das ist nur ein Hinweis darauf, was nötig ist und deshalb möglich werden muss. Wir haben ein grandioses Klimaschutzabkommen
ursprünglich von 194 Staaten unterzeichnet, die sich als Weltretter verstehen, die begriffen haben, dass Klimawandel real ist. Zwei Tote in Münster haben gezeigt, durch Hochwasser in Münster haben gezeigt, dass Klimawandel auch bei uns längst Realität geworden ist und wir mit den Folgen umgehen müssen und den Klimawandel möglichst so kanalisieren müssen, dass die Temperatursteigerungen beherrschbar bleiben. Jetzt ist die Situation 193:1. Das ist ein großer politischer Fortschritt. Wenn 193 Staaten sagen, der spinnt, der Trump, wir lassen die Amis alleine und schließen uns nicht der Lockerung des Klimaschutzabkommens an, dann ist das ein grandioser Gewinn für den Internationalismus und zeigt, wir können zusammenhalten über Grenzen hinweg, wenn wir denn wollen, Genossinnen und Genossen. Und was an dieser Stelle möglich war, müssen wir möglich machen auf dem anderen Feld von Nachhaltigkeit. Denn Nachhaltigkeit ist immer dreidimensional. Nachhaltigkeit ist nicht nur ökologische Verantwortung. Nachhaltigkeit heißt auch wirtschaftliche Vernunft und soziale Gewissenhaftigkeit. Und beim Stichwort sozialer Gewissenhaftigkeit finde ich, ist überfällig, dass aus Deutschland und Europa die demokratischen Sozialisten und Sozialdemokraten sagen, das Pariser Abkommen ist gut, aber genauso gut wäre es, wenn wir endlich ein Berliner Abkommen bekämen, wo der Sozialstaat weltweit unter Schutz gestellt wird. Denn das tut Not, Genossinnen und Genossen. Sozialstaat muss Zukunft haben und darf nicht zum alten Eisen erklärt werden, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben erlebt, wie sich Land und Leute verändern, wenn privat vor Staat regiert. Sören hat gerade darauf hingewiesen, was das für die kommunale Wirklichkeit heißt, wenn Stadtkassen zugunsten der Landeskasse geplündert werden. Wir haben erlebt, was Studiengebühren bewirken. Wir haben erlebt, was die Privatisierung von 92.000 Wohnungen mit 300.000 Menschen bewirken kann. Wir erleben jetzt, dass die Aufkäufer dieser 92.000 Wohnungen quartalsweise stolz berichten über die Gewinnexplosion. LEG, wisst ihr, wer zu großen Teilen diese Gewinnexplosion steigender Mieten bezahlt? Das sind wir alle. Das nennen wir KDU. Der Steuerzahler zahlt doppelt. Erst billig verscherbelt, jetzt teuer angemietet. Das ist ein Geschäftsmodell, was nichts mit sozialem Wohnungsbau zu tun hat. Und deshalb ist es nicht unser Geschäftsmodell, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen diesem Staatsmodell und Empfinden ein anderes entgegensetzen. Das werden wir diskutieren, weil wir nicht alles auf einmal machen können. Wir haben Zeit bis zum nächsten Sommer, bis zum nächsten ordentlichen Landesparteitag. Um es auch noch mal klar zu sagen, ja, wir stehen für Übergang, aber Übergang heißt nicht Stillstand und weiter so, sondern Übergang heißt Neuanfang und nach vorne los. Und deshalb müssen wir darüber reden, was denn Staat für uns ist, was verantwortungsvoller Staat leisten muss. Und ich finde, da haben wir ganz tolle Hinweise bekommen. Er muss finanzstark sein und handlungsfähig. Und wie bleibt der Staat finanzstark? Indem wir deutlich machen, SPD pur heißt Steuergerechtigkeit statt Steuergeschenk. Und Steuergerechtigkeit hat in diesem Land einen Namen: Norbert Walter Borjans. Er ist unser Robin Hood und die Menschen sind stolz auf ihn.
Ich freue mich total, dass Norbert gesagt hat, hör mal, wenn ihr das jetzt macht, ich bleibe an Bord, ich helfe euch. Ich will nicht, dass der Söder unser Schiff kapert. Der Söder ist nicht steuergerecht, sondern der Söder ist tricky. Deshalb lasst uns gucken, dass Steuergerechtigkeit der Markenbegriff für die NRW-SPD bleibt. Norbert, du bist immer herzlich willkommen und wir lassen dich auch nicht so einfach laufen. Wofür, Genossinnen und Genossen, brauchen wir zum Beispiel das Geld? Für das Stichwort Bildungspolitik. Da müssen auch wir wieder deutlich und erkennbar werden. Es reicht nicht zu sagen, G8, G9 hatten wir eigentlich die bessere Antwort. Schon heute Schnee von gestern. Die Menschen fordern von uns andere Antworten zur Bildungspolitik, die wir noch nicht aufgeschrieben haben. Bildungspolitik muss Antworten geben, wie passt denn schulische Bildung, Ausbildung, Fortbildung zusammen? Wir brauchen das Recht auf alle drei Elemente und wir brauchen das Recht auf gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hoch- und Meisterschule, Genossinnen und Genossen. Das muss unsere Antwort sein. Wenn wir es ernst meinen, dass wir den globalen, den digitalen Kapitalismus in die Marktwirtschaft, in die soziale integrieren wollen, dann müssen wir begreifen, dass Ethik die Informatik des Gewissens ist. Wir müssen es hinkriegen, dass Menschen nicht glauben, nur weil ein Prozess digital läuft, vermeintlich autonom läuft, sei menschliche Verantwortung zu delegieren. Sie ist es nicht. Freiheit und Verantwortung gehören immer zusammen. Und wir dürfen nicht zulassen, so wie diese Drohnenillusion das Morden verharmlost, dass wir uns vom Acker machen, wenn wir auf den Knopf gedrückt haben. Prozesse der digitalen Autonomie müssen unterbrochen werden können. Es muss klar sein, dass der, der auf den Knopf drückt, auch letztendlich verantwortlich ist. Das ist nicht der Roboter. Der Roboter ist seelenlos und ohne Moral. Und deshalb muss der Mensch die letzte Entscheidung haben, Genossinnen und Genossen. Das gilt nicht nur für den Drohnenkrieg, der auch viel zu alltäglich geworden ist, sondern das gilt auch für betriebliche Abläufe. Deshalb brauchen wir so etwas wie eine soziale Aufrüstung und wir brauchen eine soziale Kompetenz im Umgang mit Digitalisierung in Zeiten wie diesen. Bildungspolitik, wichtiges Stichwort. Zweites Stichwort, wo wir auch verloren haben an Bindung. Gute Arbeit, faire Löhne. Man kann natürlich sagen, was redst du? Mindestlohn haben wir doch. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigt. Alles richtig, alles wichtig. Aber Genossinnen und Genossen, soziale Gerechtigkeit geht an dieser Stelle noch anders. Wir brauchen wieder Sicherheit bei den Arbeitsplätzen und an den Arbeitsplätzen. Wir brauchen das Gefühl, da wo ich bin und arbeite, bin ich gut aufgehoben. Ich habe eine Perspektive, die nicht angstgeprägt ist und von Unsicherheit geprägt ist. Denn angstgeprägte Menschen können nicht kreativ sein. Und deshalb beißt sich da die Katze in den Schwanz. Wer glaubt, die Mindestlohngesellschaft ist die Gesellschaft der Zukunft, fährt diese Gesellschaft bei Wachstum und Wohlstand vor die Wand. Wir brauchen soziale Klarheit und kreative Arbeitsplätze. Das ist unsere Aufgabe, Genossinnen und Genossen. Rente. Gerd Kompe ist unter uns. Wir haben seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen darüber geredet, dass nicht nur die Alten, die sich am meisten einmischen bei dieser Diskussion, obwohl sie gar nicht mehr betroffen sind von neuen Ergebnissen, sondern auch die Jungen ein höheres Maß an Auskömmlichkeit und Sicherheit brauchen. Rente darf nicht zum mathematischen Modell werden.
Rente muss Lebensstandardsicherung im Alter garantieren. Lebensleistung muss belohnt werden. Der Blick auf den Rentenbescheid darf nicht zur Schamesröte führen, jedenfalls nicht aus Verzweiflung. Bei denen, die das Geld in der Schubkarre abholen, bei den Zumwinkels dieser Welt, sollte die Schamesröte allerdings tagtäglich den Spiegel bestimmen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir über soziale Gerechtigkeit reden, müssen wir wissen, in den allermeisten Fällen muss die am Kontoauszug ablesbar sein. Parteitagsrede ist schön, Kontoauszug ist viel besser. Weniger Gebühren, weniger Miete, das ist soziale Gerechtigkeit, die man dann auch genießen kann, praktisch, Genossinnen und Genossen. Und damit das auch dauerhaft möglich wird, brauchen wir eine investive Wirtschaftspolitik. Wir haben uns ordentlich gekümmert, wie ich finde, im Land. Wir müssen uns weiter ordentlich kümmern im Bund. Und wir brauchen das Bewusstsein, dass wir uns nicht vom Acker machen müssen und jetzt so tun können, als sei die Verantwortung delegierbar, als könnten wir uns auf die Vorgartenzwerge kaprizieren und mit anderen sagen, im Prinzip ja, aber nicht in meinem Vorgarten. Unser Vorgarten, liebe Genossinnen und Genossen, muss geprägt sein von Innovation, von Infrastruktur, von Industrie. Bei uns müssen Bagger rollen, damit Arbeitsplätze sicher bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Das Bündnis für Infrastruktur hat nichts an seiner Notwendigkeit und Aktualität verloren. Mit wem kriegen wir eigentlich die Partei hin, wo dann alle nicht nur singen, sondern auch sagen können, mit uns zieht die neue Zeit. Im Moment sollten wir das eher summen als lauthals brüllen. Aber wir kommen dahin. Ich bin ganz sicher, nächsten Sommer spielt die Kapelle groß auf. Wir Genossinnen und Genossen müssen Erfolgspartei werden, wenn wir Volkspartei bleiben wollen. Was heißt das? Die Erfolgreichen gehören auf den Platz. Wer sind die Erfolgreichen? Zuallererst unsere Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, unsere Landräte. Da ist schon gesagt worden, wie kann man sowas schreiben? Das ist doch eine Beleidigung. Nee, liebe Leute, ein bisschen weniger beleidigte Leberwurst und ein bisschen mehr zusammenrücken. Guckt nach Bayern, dann wisst ihr, wie es nicht laufen darf. Der Thron im Rathaus muss immer eine Direktverbindung zur Landespartei haben und umgekehrt. Da darf kein Graben zwischen entstehen. Und deshalb seid ihr alle eingeladen. Und wir müssen euch gefälligst auch einladen. Da sind die Erfolgreichen, Betriebsräte und Gewerkschafterinnen. Die, die im Sozialverband arbeiten, die, die in der Pflege ackern, meist im sozialen Dienstleistungsbereich zu sehr, sehr zweifelhaften Tariflöhnen, liebe Genossinnen und Genossen. Oft ist das Auto deutlich mehr wert bei der Pflege als der Mensch, egal ob als Kind oder als Kranker oder als Alter. Auch das muss uns nachdenklich machen. Und wir müssen mit denen reden, zu denen wir als Partei, nicht als Regierung, da war Christina vor, den Kontakt verloren haben, zu Kunst und Kultur. Ich kann mich daran erinnern, als ich in die Partei eingetreten bin, da war klar, Günter Grass lesen ist manchmal anstrengend, aber Günter Grass und die SPD auf dem Flugblatt ist ganz prima. Klaus Steck wurde groß mit der Plakatedition. Deutscher Arbeiter, die SPD will dir deine Villa im Tessin wegnehmen. Und viele drängelten sich. Heute, Genossinnen und Genossen, habe ich manchmal den Eindruck, wir lassen ein solches Drängeln nur zu, wenn wir mal wieder eine Bundesversammlung haben und Kunst und Kultur als Ornament wollen. Das ist ein Holzweg. Den müssen wir ändern. Wir müssen auf Wiederentdeckung gehen. Kunst und Kultur müssen Lust kriegen, uns zu entdecken, und wir müssen uns zu Kunst und Kultur bekennen. Jeder in seinem Alltag,
die SPD als Partei. Wir brauchen Kunst und Kultur, weil wir nur dann die Kreativität und Fantasie haben, die wir brauchen, um über unseren Horizont hinauszublicken. Alte Schuhe nur zur Reparatur zu bringen, bringt nichts, Genossinnen und Genossen. Die alten Galoschen gehören weg. Weg mit dem Kram, Herzkammer, Stammland, alles Pustekuchen und Selbstbetrug. Wir müssen eine SPD werden, die neu anfängt und sich neu organisiert. Wir müssen eine moderne Sozialdemokratie werden. Nordrhein-Westfalen muss den Marschbefehl geben für die Bundespartei. Wir brauchen einen Neuanfang, der sich gewaschen hat. Und dazu zählt, dass wir Haltung zeigen und Haltung bewahren. Liebe Genossinnen und Genossen, der Blick auf die Wahlergebnisse und Wahlbeteiligungen muss uns Sorge machen. Demokratie ist auf dem Rückzug. Köln zum Beispiel, in Chorweiler gut 30, im Hahnwald über 80. In Chorweiler wohnen die, die eher Hartz IV und Mindestlohn als Perspektive haben. Im Hahnwald wohnen die, die sich mit Einkommen messen, die denen von Stefan Raab gleichen, der wohnt da. Wenn wir es zulassen, dass sich Demokratie in unserem Land so entwickelt, dass die zurückgehende Wahlbeteiligung der einen und das Wachstum der anderen dieses Land in eine Schieflage bringen, dann wird soziale Demokratie, die einen solchen Namen verdient, schwierig werden, Genossinnen und Genossen. Wir brauchen deshalb eine neue Balance. Deshalb müssen wir uns neu auf den Weg machen, Genossinnen und Genossen. SPD muss erkennbar sein. SPD muss Augenhöhe haben zu denen, die sich alleine nicht helfen können. Wir sind nicht nur gesellschaftlicher Betriebsrat, aber wir müssen es wieder da werden, wo wir zurückgegangen sind und zurückgewichen sind. Sigmar Gabriel hat gesagt, da wo es rumpelt, wo es stinkt und wo es schwer ist, gehören wir hin. Ja, auch da gehören wir hin, zum Beispiel in die Kupferkanne von Rheinhausen. Da werden Svenja und ich in der nächsten Woche das erste Bier trinken mit denen, die gesagt haben, wie sie SPD inzwischen empfinden und die eigentlich welche von uns sein müssten. Ob das 2 oder 3 Pilz kostet, Schnurzpiep egal, die Kupferkanne in Rheinhausen werden wir zurückerobern, Genossinnen und Genossen. Ein letztes. Sören hat darauf hingewiesen, wie er Landespolitik als Oberbürgermeister empfunden hat. Der Tisch war nicht immer reich gedeckt in Duisburg, aber es war eigentlich immer ganz lecker. Übertragen auf das Land kann man sagen, diese Landesregierung, die in Gründung ist, findet einen ungeheuer reich gedeckten Tisch. Das sind nicht nur die Mehreinnahmen durch Steuerschätzung, die jetzt dokumentierbar sind, Mehreinnahmen Bund-Länder-Finanzausgleich, das größte Infrastrukturinvestitionsprogramm aller Zeiten. Also wenn ich eins wirklich bedauere, dann bedauere ich, dass ich keine Bagger mehr taufen darf, liebe Genossinnen und Genossen. Also, die sitzen an einem üppig gedeckten Tisch demnächst. Und wir müssen uns fragen, von welchem Land reden die dann eigentlich? Ist das dann noch das Schlusslichtland? Übrigens, gestern hatten wir Gremiensitzungen der NRW-Bank. Und siehe da, der Bericht des Vorstandes der NRW-Bank offenbarte, dass das Wirtschaftswachstum im letzten Halbjahr in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren höher war als der Bundesdurchschnitt. NRW vor Berlin. Das ist eine Botschaft, liebe Genossinnen und Genossen. So viel falsch haben wir dann unterm Strich doch nicht gemacht. Ich will kurz sagen,
was mein Land ist, Nordrhein-Westfalen. Kommt mit, Südwestfalen. Im Grunde das Real Madrid in Nordrhein-Westfalen. Warum? Die haben zum zweiten Mal eine Regionale. Die Südwestfalen können stolz sein, dass sie so clever sind, als erste Region im ganzen Land zum zweiten Mal das Geschenk der Regionale zu kriegen. Wer gut ist, darf besser werden, Genossinnen und Genossen. Auch ein schlaues Prinzip. Was ist Südwestfalen? Südwestfalen ist die Industriearbeitsplatzregion, höchste Industriearbeitsplatzdichte im ganzen Land. Südwestfalen ist gebeutelt durch zu schlechte Infrastruktur. Da knubbelt sich alles, weil die Weltmeister im mittelständischen Export nicht mehr raus können. Deshalb haben wir da reingeklotzt. Südwestfalen ist Siegen und Kreuztal, Städte mit großer Zukunft, denen wir geholfen haben, ein neues, frisches Gesicht zu kriegen. Und Südwestfalen ist Mennekes. Ich bin ein riesiger Mennekes-Fan geworden, Genossinnen und Genossen, weil Mennekes aus dem Sauerland Europameister ist. Ganz Europa lädt Autos und Pedelecs mit dem Mennekes-Stecker. Das ist der Stecker aus dem Sauerland, der unseren Kontinent beglückt. Auch darauf sollten wir stolz sein. Er ist einer von uns, auch wenn er nicht unser Parteibuch hat. Ostwestfalen-Lippe war sowas wie das Altötting von vielen Kabinettsmitgliedern. It's OWL, da haben wir uns pudelwohl gefühlt. Warum? Weil da funktioniert, was wir immer beschwören. Wissenschaft und Wirtschaft gehen Hand in Hand, ob Detmold oder Lemgo, ob Bielefeld oder Paderborn, da ist Musik in der Bude. Das ist Nordrhein-Westfalen vom Feinsten. Deshalb, auch wir sind stolz drauf, wir haben mitgeholfen und lassen uns die Butter nicht vom Brot nehmen. Münsterland. Münster ist eine wunderbare Metropole, denn demnächst 350.000 Einwohner ist eine Hausnummer. Und das Münsterland ist ein Vollbeschäftigungsland, ist ein Familienunternehmen und mittelstandsgeprägtes Land. Da brummt es genauso. Das Wachstum, was im Münsterland erzeugt wird, dient dem ganzen Land. Und deshalb sollten wir auch in der Opposition dabei bleiben. Münster-Lünen muss gebaut werden. Münster braucht mehr und bessere Infrastruktur und nicht weniger. Und wir bleiben mit an Bord, wenn es um Münster geht, liebe Genossinnen und Genossen. Ruhrgebiet. Viele glauben ja, ich könnte nur von Halde zu Halde gucken. Wir haben im Ruhrgebiet Großartiges geleistet. Das wird ein ewiger Erfolg landespolitischer Strukturhilfe, landespolitischer Investitionsförderung sein. Im nächsten Jahr läuft der Steinkohlebergbau aus. Im nächsten Jahr übrigens jährt sich auch 50 Jahre APO. Ich finde, auch wir sind gut beraten, mal zu überlegen, was ist denn eigentlich die Grußbotschaft der APO-Opas und Omas fürs 21. Jahrhundert. Auch das muss wieder möglich werden, dass wir uns selbst fordern und damit politische Kultur fördern, liebe Genossinnen und Genossen. Nicht nur Flugblatt lesen, manchmal vielleicht auch ein anderes Kavum in unsere Veranstaltungen bringen. Aber ich war beim Ruhrgebiet. Die Hellwegzone haben wir gut hingekriegt. Guckt euch Dortmund an. Ich meine nicht nur fußballerisch, um mich gleich festzulegen. Wenn ihr so wollt, habe ich zwei Parteibücher. Das eine bei uns und das andere beim BVB. Dortmund hat viele herausragende Elemente, aber Dortmund hat einen Schatz. Den hat Frau Professor, ich meine das jetzt nicht mehr fußballerisch, Dortmund hat einen Schatz, das ist der Dortmund-Konsens. Die Frau Professor Gater, Direktorin der Dortmunder Uni, hat das mal beschrieben. Für uns ist egal, wer im Rathaus das Sagen hat. Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten, so Professor Gater, arbeiten wir zusammen. Rathaus, Wirtschaft, Wissenschaft. Wir wollen was aus dieser Stadt machen. Und deshalb ist Dortmund Westfalen-Metropole. Und deshalb sollten auch wir stolz sein auf Dortmund, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt können auch die Schalker klatschen, denn es geht nicht um Fußball. Bochum. Bochum
legt Zeugnis ab, was kultureller Input an Wandel leisten kann. In Bochum haben wir eine wunderbare Kulturmeile. Ja, man kann selbst, wenn man will, das Bermuda-Dreieck dazuzählen, aber wir haben das neue Konzerthaus, ein Kleinod. Wenn auch nicht da war, alleine der Blick in dieses ehemals kirchengeprägte Foyer lässt einen ehrfürchtig werden und Respekt vor der Leistung von Kunst und Kultur kriegen. Wenn man dann da war, kann man weitergehen zum Musikzentrum. Man hat dann die Erfahrung, dass modernste Technik Musik prägt, ein ehemaliger Bunker und Friedenszeichen ist und ein wunderbarer Markt da ist, Feierabendmarkt. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, gibt es wirklich Leute, die für 800 Euro das Kilo Veggie-Fleisch kaufen oder wie heißt das, Rind? Ich weiß es nicht. Ansonsten alles prima. Essen, grüne Hauptstadt. Ich sag mal, davon abgesehen, dass das ein guter Prozess ist, aber Essen muss mal wieder rote Hauptstadt werden, Genossinnen und Genossen. Nicht Hände in Schoß und Kufen machen lassen. Duisburg. Ich weiß nicht, ob Erich Starke da ist, mein guter Kumpel. Wenn er da ist, lieber Erich, du wirst es geahnt haben, meine Lieblingsstraße ist die neue Seidenstraße. Das, was China und Duisburg und Nordrhein-Westfalen und Deutschland verbindet, ist Globalisierung zum Anfassen. Das ist riesige Chance, aber auch Risiko. Die Stahlarbeiter sehen das Risiko, weil Dumpingstahl auf den Markt drückt. Logistik sieht die große Herausforderung und die große Chance. Warum? Weil wir mit einer Landesstadtgesellschaft, also Stadtverwaltung Deluxe, den Markt erschließen. Wir bauen entlang der nördlichen und südlichen Seidenstraße Hafenanlagen, Logistikcenter, international, damit jedes Grundschulkind in China weiß, Seidenstraße heißt Duisburger Straße. Das ist unser Ziel, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir im Emschertal gut angefangen haben, aber noch nicht zu Ende sind. Wir haben die Iber-Emscher-Park hingesetzt. Wir haben jetzt das große Renaturierungsprojekt der Emscher, 73 Kilometer, hinbekommen. Jetzt müssen wir wieder wirtschaftliches Leben und besseres Wohnen an die Emscher kriegen. Kommunal kriegen wir das noch hin. Mit der Landesregierung wird man abwarten müssen. Aber wir bekennen uns zu unserer Pflicht. Endlich ist das Rheinland ein Kooperationsraum geworden. Die Folklore Köln und Düsseldorf hat darüber hinweggetäuscht, dass diese Region Zukunftsregion ist, Genossinnen und Genossen. Köln ist die einzige Millionenstadt und wird manchmal unter Wert verkauft. Düsseldorf hätte es verdient, 4 Landtagsabgeordnete mit SPD-Parteibuch zu haben, weil wir auf dem Weg sind, aus dieser Stadt auch kommunal richtig was zu machen. Der Mief von Elbers und des Snobismus und die Arroganz wird vertrieben. Seit Geisel da ist mit der neuen Mehrheit, spürt man frischen Wind, liebe Genossinnen und Genossen. Das müssen wir weiter pushen. Und zu guter Letzt das Rheinische Revier. Das ist eine Jahrhundertaufgabe, die vor uns liegt in den nächsten Jahrzehnten. Da werden wir unter Beweis setzen müssen, denn die CDU kann vielleicht jetzt in den 5 Jahren einen Anstoß geben. Wir werden dann weitermachen mit unseren Akzenten. Wir müssen da den Beweis antreten, dass wir es können, Region als Stadt der Zukunft zu begreifen. Das, was sich da entwickeln kann, mit der Energiewirtschaft zusammen, mit der Standortqualität, die neu ist, mit der Seenlandschaft, ist geprägt von der Vorzeigeuniversität der RWTH Aachen. Das ist ein weltweit bekanntes Juwel im Maschinenbau, in anderen technischen Bereichen. Dieses Kraftpotenzial, was E-Mobilität im Gegensatz zu den lahm gewordenen deutschen Automobilbauern durchdekliniert, müssen wir hegen und pflegen. Die RWTH Aachen ist ein Vorzeigeprojekt, was pushen muss in der ganzen Region. Und Köln als urbanes Kraftwerk muss den anderen Pfeiler dieser Regionalentwicklung bilden.
Liebe Genossinnen und Genossen, ein letztes Wort zur Eifel, nicht weil wir selbst da familiären Ferienhaus haben, sondern weil die Genossinnen und Genossen im Unterbezirk Euskirchen ungeheuer malocht haben. Das haben viele wahrscheinlich genauso. Aber einen solchen Erfolg auch in einer solchen schwarzen Hochburg hinzukriegen, selbst wenn man es noch nicht schafft in den Landtag, ist aller Ehren wert. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin froh, sagen zu können, ich bin ein Ehreneifler und wenn ihr mich braucht, ich bin dabei. Opposition ist Mist, sagt der Franz. Opposition ist Pflicht, sag ich. Wie legen wir die Opposition an? Möglichst nicht mit Knatschtanten und Querulanten, sondern so, dass die Menschen begreifen, die SPD ist weiter in der Mitverantwortung. Opposition ist wichtig. Wir müssen die Landesregierung fordern, damit wir das Land fördern können. Nicht nur an Stolperdraht denken, sondern auch an Brückenbau. Unsere Oppositionsarbeit darf nicht sein wie bei der Sesamstraße und bei der Muppet Show, wo vom Balkon herunter geerpuzzelt wird. Es gibt eine Landesregierung demnächst mit einem klaren Auftrag und es gibt eine Opposition mit einem genauso klaren Auftrag. Deshalb, Genossinnen und Genossen, für die SPD gibt es keine Koalition in der Opposition. Für die SPD gibt es nur das Signal, die Jagd ist auf, jagt die Gejagten, die uns jagen wollten. Liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank. Auch das mit dem Glück auf sollten wir uns mal überlegen. Liebe Genossinnen und Genossen, irgendwas habe ich bei den Regionalvorständen missverstanden. Da war nicht von neuem Applaus die Rede, sondern von kontroverser Diskussion. Und zu der sollten wir kommen, wenn Svenja zu uns gesprochen hat. Ich danke euch. Wir stehen wieder auf.